Hello und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Prick Funtime. Und heute mit dem Lego Ninjago Dragons Rising Magazin der Ausgabe Nummer 121 für 5,99 Euro erschienen. Wir erhalten hier cooles Extra, Nia plus Dreizack plus Goldkarte. So sieht Nia mit Dreizack aus. Und hier unten haben wir die sogenannte Goldkarte, ist natürlich die limitierte Karte Nummer 6. Und bevor wir auf das Magazin richtig eingehen, noch einmal ein bisschen Werbung für euch. Und zwar haben wir die 1300 Abonnenten mittlerweile geknackt. Und als kleines Dankeschön werden wir Anfang nächster Woche ein Gewinnspiel starten. Aber es steht noch nicht fest, welcher Themenbereich wirklich drankommt. Darum könnt ihr hier mit abstimmen in der Community. Und zwar haben wir folgende Themenwelten zur Auswahl. Zum einen natürlich Ninjago, dann Star Wars, Marvel und Batman. Stimmt da gerne mit ab. Nächste Woche wird dann das Gewinnspiel starten. Wenn ihr das Gewinnspiel nicht verpassen wollt, müsst ihr darauf achten, bei dem Video, wo das Gewinnspiel drin stattfindet, wird riesengroß drinstehen. Gewinnspiel, und zwar direkt am Anfang, so dass auch niemand das Gewinnspiel verpasst. Dann würde ich sagen, ich entferne die Extras und wir schauen uns hier einmal alles in Ruhe an. Und so schaut dann unser Magazin aus, wenn wir die Extras entfernt haben. Wir starten mit der Lego Minifigur. Das ist heute die Nia mit Dreizack. Und der Dreizack kommt uns recht bekannt vor. Vom Style her so ähnlich wie bei einer anderen Minifigur. Das Ganze hier ist natürlich wieder ab 6 plus freigegeben. Hier hinten steht es für Kinder zwischen 0 und 3 Jahren nicht geeignet. Hier wegen der Kleinteile. Wie gesagt, die schauen wir uns später noch einmal in groß an. Kommen wir jetzt erstmal zur limitierten Karte. Und zwar ist das die LE6 der Cinder Limited Edition. Über die Werte kann ich euch leider nicht so wirklich viel verraten. Wenn ihr mehr über Gameplay und Werte der Ninjago Trading Cards wissen wollt, schaut gerne mal bei TCG Mr. Phil vorbei. Eine Verlinkung findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und damit an unsere limitierte Karte nichts drankommt, würde ich sagen, machen wir sie direkt mal in den Ordner. Ups. So. Hier sind wir dann richtig limitierte Karte. 1, 2, 3, 4, 5. Und dann haben wir hier die limitierte Karte Nummer 6. Dann fehlt uns hier noch die 7, 8, 9. Und dann ist der Ordner, was limitierte Karten angeht, auch schon wieder voll. Wir haben ja in dieser Edition bei Serie 9 Next Level nur 18 limitierte Karten. So viel zum Ordner-Update, dann würde ich sagen, machen wir weiter mit dem Magazin. Ja, jetzt wo Extra und Karte entfernt ist, sehen wir etwas mehr von unserem Cover. Wie gesagt, unter anderem halt von unserem Lego Extra. Die Nia riesiger Dreizack steht hier dabei. Ein Kopf, zwei Gesichter, gefällt mir persönlich immer richtig gut. Zwei Poster, 12 Seiten Comic und Drachen total heißt es hier. Wir schlagen das Ganze einmal auf, wir sehen linke Hand Werbung für Friends, rechte Hand das Inhaltsverzeichnis und wir sehen ganz oben riesengroß drüber Wächter Walze. Meister des Monats haben wir diesmal den Geo, sein Element ist die Fusion und dann könnt ihr hier noch eintragen, ungefähr wie stark ihr ihn persönlich haltet und wann ihr gern seine Fähigkeit hättet. Wir haben wieder die bekannten Ninja-Punkte, die Wolfshühner können wir suchen und als Comic-Kenner haben wir auch noch eine schöne Frage mit drin. Wir schlagen das Ganze auf und kommen dann zu unserem Extra der Nia. Ich bin so froh, dass wir sie auch bekommen haben im Kletteranzug. Ich finde auch den Dreizack hier haben sie richtig cool gelöst. Gefällt mir unheimlich gut mit dem Transclear-Handstück. Aber gehen wir später noch etwas näher drauf ein. Bei unserem Extra haben wir dann direkt mal zwei, drei kleine Spiele mit dabei. Dann in Missionen getarnt. Wenn Krallen Fallen stellen, nennt das Ganze sich vor dem Überfall, nach dem Überfall 10 Fehler, also 2 Fotos und im unteren sind 10 Fehler. Ich liebe einfach genau solche Missionen. Die müssten eigentlich in jedem Magazin vorhanden sein. Rechte Hand, Eindringlinge verboten, nennt das Ganze sich hier auch wieder zwei kleine Spiele oder Missionen. Ein weiterer, nochmal Mission. Auf den ersten Blick dachte ich, huh, haben sie aus Versehen eine Seite von City reingedruckt. Aber nein, ist es Jetski J. Hier haben wir dann auch wieder drei kleine Missionen und rechte Hand dann ein bisschen
Werbung für Teenage Mutant Ninja Turtles erscheint am 18. Oktober 2024 und hier unten seht ihr für verschiedenste Konsolen. Dann startet jetzt unser Comic, was wir hier auf dem Kanal leider überspringen. Kommen dann nochmal zu einem schnellen Quiz mit und von zu Wu. Ist jetzt auch nicht das Schwerste. Sollte man, glaube ich, auch gut hinbekommen. Dann haben wir die zwei Poster, auch in diesem Fall muss ich euch enttäuschen, es ist wieder ein Wendeposter. Wir sehen hier, oben steht Lord Russ in Gold, unten haben wir Lord Russ natürlich nach dem Blutmond. Gefällt mir eigentlich auch recht gut, die Darstellung, auch der Hintergrund. Auch hier, das sind ja diese Krallen, die bei den Wolfswächtern Minifiguren mit dabei gab, bei dem Tournament zum Beispiel. Hier haben sie schon als Namenshintergrund was einfallen lassen. Hier haben wir dann mit der Überschrift Lego Ninjago Dragons Rising Colts Titan Drachen Mesh nennt das Ganze sich. Ja, ich finde den Mesh wirklich klasse, aber das Poster an sich von der Darstellung mir doch etwas zu langweilig, weil das ist einfach nur der Mesh. Ja, 1:1 auf jeden Fall mal von der Größe her dargestellt, aber ich wünsche mir beim Poster mehr, als wenn man einfach nur stupide Copy-Paste von der Verpackung von einem Lego-Set macht. Ja, da hätte man deutlich mehr rausholen können, auch wenn der Mesh wirklich richtig klasse ist. Einmal ein bisschen Werbung für das Abo. Wenn ihr das Abo abschließt, könnt ihr dann euch noch ein Extra raussuchen, was ihr dann gratis oben drauf bekommt, beziehungsweise Zuzahlung 1 Euro. Als nächstes haben wir dann hier mal Info, haben wir auch schon lange nicht mehr gehabt. Drachendominanz nennt das Ganze sich. Und wir sehen hier ein paar Drachen jetzt speziell aus Staffel 2. Da wir immer mehr Drachen haben, werden hier mal ein paar Drachen so erläutert, erklärt, beziehungsweise ein paar Sätze dazu geschrieben, beziehungsweise aus welchem Lego-Set man sie finden kann. Dann haben wir einfach mal Action mit der Überschrift Die 6 müssen mal. Die 6 müssen mal, dann haben wir hier durch den Sicherheitscheck zur Autogrammstunde zur Turnierarena. Dementsprechend 3 kleine Spiele und hier unten haben sie das Tournament Set auch wieder versteckt. Also die 71818 ist aber wirklich ein tolles Set, gibt es auch oft mit tollen Angeboten und natürlich richtig coole Minifigur. Unter anderem natürlich auch hier ein weiter Evil Jay. Hier gibt es dann einmal Info, ist dann halt ein kleiner Ausschnitt aus den Tournament Highlights, ist dann Evil Jay. Hier steht zwar nur Jay gegen Nia. Rechte Hand, was ich persönlich immer richtig toll finde, und zwar eine Umfrage. Ihr müsst hier nur eure persönliche Meinung eintragen, unten eure Adresse eintragen. Falls ihr noch keine 18 seid, müsst ihr eure Eltern drum bitten. Ganze einfach zu Blue Ocean schicken bis zum 28.11., also mit Einsendeschluss. Das ist das, was mir persönlich einfach etwas besser gefällt, als wenn sie es immer machen, die ersten 100 nebendran teil, finde ich persönlich etwas blöd. Und dann könnt ihr insgesamt 4 Ninjago-Sets gewinnen dabei. Ja, und dann sind wir jetzt mit der Ausgabe Nummer 121 soweit durch. Jetzt werden wir nur noch sehen, was wir bei der Nummer 122 bekommen werden. Und dann haben wir, ja, sehr cool, hier haben wir dann endlich auch unseren Jay plus 2 Kletterhaken. Und zudem gibt es dann wieder eine limitierte Karte sowie 2 Poster und 12 Seiten Comic. Wirklich richtig cool sieht auch hier unser Jay aus in dem Blau und die Schultern ein Stück dann dunkelblau. Die Nia ist ja etwas heller und dann würde ich sagen, schauen wir uns jetzt erstmal die Nia in groß an. Die Nia jetzt auch endlich in ihrem Kletteranzug. Der Anzug, Hose wie Torso, ist hellblau. Die Hose ist vorne bedruckt. Torso ist auch hier vorne wie hinten bedruckt, was ich wirklich beeindruckend finde, gerade bei diesen Kletteranzügen, wie hoch bzw. wie dicht der Grad der Details sind, die sie hier wirklich aufgedruckt haben. Finde ich schade, dass sie das nicht bei jeder Minifigur so macht. Dann haben wir hier die Arme sind in Anthrazit Silber gehalten, schwarze Hände, das Schulterstück dann wieder in Anthrazit Silber und Gold. Wirklich sieht richtig genial aus. Dann haben wir auch bei ihr ein Kopf, 2 Gesichter. Finde ich wirklich klasse, dass sie das bei den Ninjas zumindest mal durchziehen. Dann wieder eine hellblaue Ninja-Maske. Und dann haben wir hier ihren riesigen Dreizack. Ich persönlich mag es ja wirklich, was sie in letzter Zeit wirklich bei jeder Ninja-Minifigur machen, beziehungsweise Ninjago-Minifigur, dass sie die Waffen selbst craften bzw. neue Waffen designen. Gefällt mir unheimlich gut. Auch der Dreizack hier ist in Ordnung. Mir persönlich dann vielleicht doch ein Ticken zu
groß. Dennoch, coole Idee, gut umgesetzt. Nicht nur die Waffe, auch die ganze Minifigur. Auch hier wieder einen kleinen Kritikpunkt, den ich wirklich äußern muss, ist einfach, wir haben hier ein richtig cooles Schulterstück bekommen und Platzhalter für zwei goldene Katana, beziehungsweise für zwei Katana. Und ich finde es schade, dass sie echt keine Katana mehr dabei legen. Anfangs haben die es gemacht, auch immer wirklich zwei goldene Katana, machen sie mittlerweile gar nicht mehr. Und das finde ich persönlich wirklich richtig schade und kann ich nicht nachvollziehen, warum sie das nicht machen. Und dann fasse ich hier einmal zusammen, was wir heute hier bekommen haben in unserem Lego Ninjago Dragons Rising Magazin, und zwar der Nummer 121. Das Ganze kostet uns erstmal 5,99 €. Wir bekommen als Extra Nia mit dem Dreizack selbstverständlich in ihrem Kletteranzug. Zudem die Goldkarte Nummer 6 der Cinder der Serie 9 Next Level. Im Magazin selbst wieder zwei Poster, 12 Seiten Comics, ein paar Infos, ein paar Missionen. Diesmal wieder ein Gewinnspiel für euch. Was ich persönlich schade finde, dass wir wieder kein reguläres Spiel mit drin haben. Dennoch unterm Strich eine tolle Ausgabe, eine tolle Minifigur. Und auch bei der Nummer 122 bekommen wir dann unseren Jay im Kletteranzug und haben dann dementsprechend auch all unsere Ninja in den Kletteranzügen bekommen. Dann bin ich mal gespannt, wie es mit den Minifiguren weitergeht. Und an dieser Stelle noch einmal kurz erinnern, denkt dran, bei der Prick Fun Time läuft ja noch eine Abstimmung, was für ein Themenbereich beim nächsten Gewinnspiel kommen soll. Macht da gerne mal mit. Aber ihr wisst, alles, was ich hier im Video sage, ist nur meine persönliche Meinung. Eure Meinung zählt auch. Schreibt gerne mal in die Kommentare, was haltet ihr von unserem Lego Ninjago Dragons Rising Magazin Nummer 121. Und dann sage ich wie immer, vielen Dank fürs Zusehen, und solltet ihr es noch nicht getan haben, könnt ihr diesen Kanal gerne abonnieren, um keine weitere Folge zu verpassen. Und bis zum nächsten Mal, euer Horgi.